Servus liebe Schülerwelt, da bin ich wieder mit einem neuen Review heute. Was gibt es Schöneres, als an einem Sonntag mit schönem Wetter auf seinem Balkon zu sitzen und ein Kippchen zu rauchen? Ich habe heute mal was ganz Spezielles, was ich normalerweise nicht so rauchen würde. Und zwar habe ich den Alwaha Strawberry Banana. Ja, zu dem Tabak, ich bin nicht so normalerweise der Banane-Fan. Aber mein bester Kumpel hat sich mal Bananentabak gewünscht. Also habe ich das Ganze mal gekauft. Ja, zum Tabak an sich. Die Dose sieht sehr, sehr schick aus, finde ich. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Produziert wurde das Ganze auch am 7.2012. Also auch ein relativ neuer Tabak. Ja, Körnung wie immer mittelgrob. Und man sieht schon, der Tabak ist braun, nicht rot. Ja, könnte ein bisschen angefeuchtet werden, also ist relativ feucht, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Also für Leute, die gerne anfeuchten und davon viel halten, auf jeden Fall ein bisschen Molasse rein. Ja, riechen tut das Ganze sehr, sehr lecker. Irgendwie hat es was von einem Erdbeerjoghurt. Die Banane riecht mir auf jeden Fall nicht raus. Ja, doch, vielleicht ganz leicht, aber ja, also sehr, sehr guter Geruch vom Tabak. Wie gesagt, auch sehr gutes Design. Ja, sehr windig heute, aber der Geschmack. Ja, das Ganze schmeckt deutlich mehr nach Banane, komischerweise, als nach Erdbeer, obwohl das Ganze nach Erdbeer riecht. Aber das haben wir ja schon öfters mal festgestellt, dass es so ist. Ich würde sagen, ein auf jeden Fall dominierender Bananengeschmack. Aber Erdbeer schmeckt man auch ein bisschen. Ja, die Rauchentwicklung ist wie immer gut, bloß der Rauch wird sofort weggebüßt, wie ihr seht. Also hiervon jetzt nicht erschrecken lassen. Trotzdem ist es halt leider so wie immer und das ist nicht nur bei Alwaha so. Banane ist einfach nicht so mein Fall. Also wahrscheinlich für Leute, die Bananentabak sehr gerne rauchen, in allen möglichen Formen, Varianten, ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Also auf jeden Fall ein sehr bananiger Geschmack mit einem Touch Erdbeer. Mein persönlicher Fall ist es nicht. Trotzdem schmeckt der Tabak gut, kratzt nicht, kommt viel Rauch. Also von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Halt für die Fruchtliebhaber von euch. Meins ist es nicht. Ich werde jetzt demnächst noch ein Unboxing machen und habe mir ein paar Tabaksorten noch gekauft. So. Ich glaube 4 oder 5 Sorten habe ich jetzt, die ich alle noch präsentieren werde, beziehungsweise ein Review drüber mache. Ja, das Unboxing kommt auch demnächst. Ich habe mir mal wieder ein paar Sachen bestellt. Da war der Weihnachtsmann wieder ein bisschen früher da als sonst immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich, schreibt mir. Ich werde euch zurückschreiben. Ciao.